Moin und willkommen zurück zum Assetto Corsa Schnupperkurs. Heute auf dem Red Bull Ring Spielberg auf der National-Variante von 2336 Meter Länge. Und ja, wieder eine Strecke, die ich schon kenne. Das gilt eigentlich so für ziemlich alle Assetto Corsa Strecken. Ich muss noch das Setup richtig einstellen. Also das heißt, richtig einstellen. Ich muss es nur laden. Fällt mir gerade ein. Und zwar hier, Moment, das ist hier oben. Generic habe ich Test genannt. Das ist einfach nur andere Reifen, weniger Benzin im Tank und die Übersetzung ein bisschen verändert. Jetzt geht's los. Auf den Red Bull Ring. Früher A1 Ring, ne? So hieß er doch. Boah, interessant, dass ich hier gleich schon die Kontrolle feiner verliere. Hier haben wir mal eine halbwegs richtige Rennstrecke, zumindest was die Länge betrifft. Ich meine, Brands Hatch war auch schön, aber auch ziemlich kurz. Obwohl, die ist ja nicht viel länger. Es geht ja schrittweise voran. Die sind ja alle nicht sonderlich lang. Nein, wieso? Habe ich jetzt Getriebe kaputt gemacht? Wollte ich nicht. So, natürlich wieder mit 24 Computergegnern, die so ein bisschen die Umgebung ein wenig interessanter gestalten sollen. Ich habe mich tatsächlich noch gerettet. Dieses Auto, diese Beschleunigung. Boah, da überholt er mich einfach außen. Das ist so empfindlich beim aus der Kurve beschleunigen, dieses Auto. Boah, wie gut, dass ich in den 80ern kein Formel 1-Fahrer war. Ja gut, als Formel 1-Fahrer hat man halt mehr Übung. Wie gesagt, das Lenkrad ist für mich immer noch relativ neu, die Fahrtechnik ist neu und die Ausreden sind auch neu. Nee, eigentlich sind die alt. Aber ich mache ja Heel and Toe, weil man das Auto ja keine Fahrhilfen hat. Überhaupt gar keine. Ich hoffe, das sieht man vielleicht wenigstens in der Kamera, dass ich das versuche. Ungefähr so. Ohne Gefühl. So, dass man gleich wieder die Kontrolle verliert. Sorry, so war es nicht gemeint. Jetzt habe ich natürlich die Aufmerksamkeit draufgelegt. Dann ist doch klar, dass es nichts wird. Jetzt habe ich zumindest nicht die Kontrolle verloren. Ah, schlecht, schlecht. Jetzt bin ich ein bisschen am Pedal hängen geblieben gerade. Diese Kurve erinnert mich irgendwie ein bisschen an Imola, ich weiß gar nicht warum. Ich dachte schon, mich haut's gleich wieder weg. Ich glaube, ich krieg das langsam hin. Ich glaube, ich werde sogar besser. Ob man es glaubt oder nicht. Es fühlt sich jedenfalls so an. Das ist natürlich noch nicht optimal, klar. No.
Mann, macht das Spaß. Also dieses Auto, ne? Das Auto ist gut. Oh, jetzt muss ich noch kontrollieren können. Ja. Das war meine Schuld. Sorry. So ist es, wenn man sich zu voreilig auf die Strecke traut, nachdem man einen Unfall gebaut hat. Sorry. Huch, da steht ja noch einer. Interessant. Was eigentlich, wenn ich in dem drin bleibe? Schaffe ich gar nicht. Hä? Ah, okay, da hört's auf. Wollte ich nur testen, sorry. Ich wollte nur was testen. Jetzt war ich richtig raus. Diese Box als seine Ausfahrt hat es ja auch echt in sich. Dass man da so eine enge Kurve hat, ist ein bisschen gemein, finde ich. Dass da unter Umständen der Boxlimiter vielleicht zu schnell sein könnte. Diese Kurve. Was? Wie? Erklär mir das. So, jetzt da. Was machen die denn da? Was war das? Hilfe. Ja, jetzt habe ich mich von der Einblendung ablenken lassen. Das ist doch nicht wahr. Tut mir leid. Ich bin tatsächlich nicht letzter. Da haben die zwei wahrscheinlich gar noch eine Runde gefahren, oder? Nehme ich an. Mist. Ey, diese Boxenausfahrt, ne? Ich weiß, dass es meine Schuld ist, aber ich will mich trotzdem aufregen. Ich will es. Jetzt aber. Zu blöd zum Schalten mal wieder. Was? Was, bitteschön? Jetzt muss ich warten, bis sie da weg sind. Schnell, 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 schnell. Huch, wo fällt denn der eine dahin? Was ist denn da los? Auf der Mini-Karte. Nein, ich hab nur die Kuppel getreten. Was hab ich jetzt wieder abgelenkt? Mano, doof. Ich habe das Bremsen vergessen. Warum vergisst man das Bremsen? Ich kenne die Strecke doch. So. Nur noch 5 Minuten Zeit. Krass. Habe so viel Zeit mit Fehlern verbracht. Ach, ist ja schön, welche zu überholen, das passiert so selten.
Man muss dazu sagen, die haben natürlich einen Vollgas gegeben. Aber es ist trotzdem schön. Ah, Hilfe, Hilfe. Nein, ah, überkorrigiert. Überkorrigiert, das war der Fehler. Ich hätte ihn abfangen können. Ich hätte. Hätte ich nicht überkorrigiert. Alter, ernsthaft? Bin ich so blöd? Bin ich so blöd? Ich muss mal lernen, aus der Box rauszufahren. Ich muss das wirklich üben. Das ist ja faszinierend. Also erstmal das Anfang üben, komm. Halt diese, na, die Höhenunterschied. Also der unebene Boden durch den Höhenunterschied, ne? Der einen dann so ein bisschen, also wenn das wieder, weißt du, wenn die Steigung abnimmt, verliert man so ein bisschen von der Bodenhaftung. Und dann passiert sowas. Wenn man quatscht. Es tut mir leid. Ich sollte es besser können. Weißt du, das passiert, wenn man zu unvorsichtig schaltet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das schön angenehm hinkriegt. Bei Hecktrieblern besonders. Boah. Intelligenz. Und schön, wenn man eine Kurve überlegt, ne? Doof. Na, fahr vorbei. Warum fährt er denn nicht vorbei? Ich fahre extra so lange, damit er so langsam, damit er überholen kann. Aber nein. Darauf hat er anscheinend keine Lust. Na gut. Was? Warten noch eine Minute? Krass. Geht aber schnell.
Und das war's dann auch schon für heute mit dem Red Bull Ring. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, aber gut, so ist das eben. Wenn man das Gefühl hat, dass man sich bald mal einfahren könnte, dann ist es schon wieder zu Ende. Ja, und so läuft's, ne? So it goes. So, dann hat man hier, tada, die Bestzeit, die natürlich nicht zu beachten ist. Und dann geht's weiter mit, ich muss nachschauen, weiter mit, Monza 1966, Junior Course, wie auch immer. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung